die Alexa 50, das Produkt, das wir auf der NHB hier vorstellen, wird eine echte Arri-Kamera sein. Das heißt, sie wird das beste Bild haben. Sie wird äußerst robust sein, das heißt ein zuverlässiges Arbeitsmittel. Und es wird eine Kamera sein, die über die Modularität in der Lage versetzt wird, in verschiedener Weise abgegradet zu werden. Das heißt, wir haben vor, ein langlebiges Produkt dem Markt anzubieten, obwohl es ein digitales Kamerasystem ist. Wir haben vielleicht Vorstellungen, wo wir sie gedanklich platzieren. Es verbleibt dann immer dem Anwender, große Kinofilme damit zu machen oder Fernsehen oder Werbung. Für uns ist es etwas, wir haben uns kapriziert auf eine Kamera, die ganz bewusst den 2K-HDTV-Workflow adressiert. Das ist Realität, auch in Anbetracht von stereoskopischer Aufnahme ist echtes 4K wahrscheinlich ein klein wenig noch in die Zukunft versetzt. Und wir sehen jede Anwendung, die heute 2K-HDTV ist, als eine adäquate Anwendung für diese Kamera. Heute ist S+S das leistungsfähigste Aufnahmemedium. Damit wir aber zukunftssicher sind, das heißt Medien, die in Zukunft ähnlich leistungsfähig sind, möglicherweise zu geringeren Kosten, hat die Kamera die Möglichkeit, mit geringer Änderung neue Medien aufzunehmen. Das heißt, es ist von dem Elektronikdesign und dem mechanischen Design vorgesehen, die Seitenwange zu ersetzen. In der Seitenwange ist ein Treiberprint mit drin, um andere Storage-Devices aufzunehmen. Und Storage Device unterliegt nun mal dem Moore'schen Law, das heißt, dort werden wir jede Menge Entwicklungen sehen und der Beitrag der Modularität richtet sich im Wesentlichen auf dieses Thema. Ich glaube, es wird für eine Anwendung, die bei Final Cut Pro durchaus bleibt, in der gesamten Nachbearbeitung, wird das ein sehr starkes Verkaufsargument sein. Weil die Einfachkeit, Robustheit des Handlings und natürlich auch der Kostenpunkt sehr überzeugend sein werden. Ansonsten gibt es natürlich die Möglichkeiten, hauptsächlich bei Feature-Film mit RAW zu arbeiten und die Final Cut Pro als hochwertiges Offline-Medium zu verwenden. Für uns war das Thema Durchgängigkeit des Workflows, also dass wir ein File-Format schreiben, das so verwendet wird, wo also keine weiteren, Transferprozesse notwendig sind. Das stand ganz hoch auf der Agenda. Das zweite Thema, was auf der Agenda stand, das war eine Kamera zu haben, die vorbereitet ist für Stereoaufnahmen. Mit dem Erfolg von Avatar und anderen ist das natürlich ein Thema, das jetzt sehr stark auf uns zukommt. Das fängt an mit dem Thema, dass die Kameras über sehr identische Bildaufnahme- und Übertragungscharakteristiken verfügen. Also eine Kamera sieht aus wie die andere. Durch das Konzept, das wir auch bei der D20 schon hatten, dass der Sensor thermisch auf einer konstanten Temperatur gehalten wird, ändert sich auch nichts über Temperaturunterschiede, wo Unterschiede von zwei Kameras entstehen könnten. Aber das geht weiter bis dorthin, dass die Software, Bediensoftware so ausgelegt ist, dass eine Kamera der anderen im Grunde als Slave folgt. Eine Kamera wird kommandiert, die andere folgt, bis hin zu dem Feature, dass der Sensor reverse ausgelesen werden kann, sodass, wenn ich einen Spiegelrig mit versehe, dass ein Sensor von oben nach unten, der andere von unten nach oben gelesen werden, sodass auch keine Irritationen bei Bewegungen sind. Das sind Sachen, die hatten wir damals uns vorgenommen, noch nicht mit der Sicherheit, dass diese Anforderung so stark wie eben heute sein wird. Und sind natürlich sehr froh, dass wir das implementiert haben. Wir haben Prozess gestartet seit einem guten halben Jahr, wo Einkauf, Fertigung und Montage und Qualitätssicherung und auch die Workflow-Gruppe, die Anwendungsgruppe zusammengeschlossen ist. Das heißt, um sicherzustellen, wir machen das richtige Produkt für die Anwendung, das erfüllt die Qualitätsanforderungen, die wir stellen oder die an unsere Produkte gestellt werden. Aber auch wir haben den Supply von Teilen, die wir nicht selbst herstellen. Und wir stellen die Teile selbst her in der Qualität und Stückzahl, die wir brauchen.
sodass wir heute der Meinung sind, dass der Produktstart, die Montage wird im Mai beginnen, tatsächlich zu der angekündigten Lieferung im Juni uns versetzt, und zwar mit Qualitätsprodukten.